Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich backe heute ein schönes Schmuckpaket in Silber aus. Ich suche tollen Vintage-Schmuck für meine eigene Sammlung oder für meinen eBay-Shop, meine eBay-Auktion. Mal sehen, was wir heute Schönes finden. Zu Anfang habe ich hier einen schönen Ohrring. Könnte Silber sein, ich schau mal. Mexiko Alpaka. Also das Alpaka ist ein Neusilber, also kein Silber, höchstens versilbert. Und dieser Ohrring hat hier ein schönes Inlay. Das müsste eine Muschelart sein. Hoffentlich ist der zweite dabei. Dann habe ich hier eine alte Kette. Stempel sehe ich keinen. Zwei Blätter. Haben wir hier einen Stempel? Schau mal. Kein Stempel, aber die Kette sieht sehr nach Silber aus, also das werde ich noch mal prüfen. Und einen schönen Schraubverschluss. Schön. Gefällt mir. Dann habe ich hier noch so einen tollen Ohrring. Hier ist auch ein Stempel. Steht auch Alpaka Mexiko drauf. Interessant, das Paket habe ich in München gekauft. Sehr schön. Also das ist irgendwie wie so ein schwarz glänzendes Inlay, würde ich auch sagen. Und das ist diese Abalonenschnecke wieder. Sehr schön aus. Hoffentlich gibt es den zweiten. Dann habe ich hier ein Armband. Sieht so ein bisschen ethnisch aus. Mit Türkissteinen. Schön aus. Bin mir nicht sicher mit dem Alter. Also weiß nicht, wie alt das ist. Dann gibt es hier eine Brosche. Es gibt einen Stempel, da ist N drauf, Schrägstrich und wie so ein kleiner Indianer, würde ich sagen. Aber es sieht nicht nach Silber aus. Interessante kleine Brosche. Dann habe ich hier so eine Stäbchenkette mit schwarzen Schmuckteilen. Stempel sehe ich keinen. Eine lange Kette, ich würde sagen aus den 70ern.
Dann noch eine lange Kette mit so geriffelten Kugeln. Sieht ein bisschen angelaufen aus. Mal sehen, ob es einen Stempel gibt. 835er Silber und der Stempel sagt FBM. Also das ist wieder Friedrich Binder in Mönsheim. Jetzt habe ich es mir endlich gemerkt. Also eine schöne Kette, ich denke auch aus den 70ern. Dann habe ich hier ein Armband. Wieder mit diesen Abalonenmuscheln. Oder Schnecke vielmehr. Wobei, also das Armband selbst ist wie so sehr leicht, wie es auch aus Acryl. Interessant. Dann habe ich hier einen schönen Ring. Die Ringschiene ist so ausgestanzt. Tolles Muster. Der Stein. Könnte ein Schmuckstein sein. So ganz milchig. Schau mal, ob ich einen Stempel finde. ...925er Sterling-Silber. Toller Ring. Gefällt mir gut, passt gut. Super. Hier sehe ich den zweiten O-Ring. Also der ist schon mal komplett. Sieht sehr schön aus. So ein bisschen, hat so was von Hippie-Look, finde ich. Sieht gut aus. Und der ist auch vorhanden. Also da gibt es auch einen zweiten. Wie so ein Muschelblatt. Schön. Dann habe ich hier eine Haarspange. Made in France steht hier drauf. So eine ganz typische Spange, auch so leicht angelaufen alles. Aber einen Silberstempel sehe ich jetzt nicht. Vielleicht versilbert. Und sieht auch schon so ein bisschen älter aus. Also ich würde auch sagen 70er, 80er Jahre. Und auch eine ganz schöne Größe. Also da freue ich mich über so schönen Haarschmuck. Das gibt es ja auch nicht so oft. Und was ist das? Ach, das ist ja toll. Da ist auch der zweite. Das ist eine Art Katzenkreole. Vorne der Kopf, dann der Körper, dann das Hinterteil. Sehr lustig. Sehr ungewöhnlich. Tolle Katzenohrringe. Sehr ungewöhnlich. Dann habe ich hier einen Ohrring. Tja. Denke auch aus den 80ern. Stempel sehe ich jetzt keinen. Sieht aber auch so ein bisschen angelaufen aus. Hoffentlich gibt es den zweiten dazu. Dann habe ich hier so einen Kettenohrring und hier scheint sich eine Kette gelöst zu haben. Also so ein langer Partyohrring. Toll aus, verschiedene Ketten zu einem Ohrring gemacht, sehr schön.
Dann ist hier noch ein kleiner Sternenstecker. $835er Silber. Und auch eine Marke, eine Punze ist auch noch drin. So, dann. Oh, das ist toll. Habe ich hier so einen Ring mit einem Türkis. Stempel gibt es keinen. Aber ein sehr schöner Ring. Schöner Stein. Oh ja, der ist toll. Das freut mich. Dann habe ich hier eine komplette Muschelkette. Ich zeige es mal richtig. Also die sieht auch sehr gut aus. Eng um den Hals getragen. Und so kleine Muschelblätter. Dann auch von dieser schönen Muschel, die so ein bisschen schwarzgrundig ist. So sieht das auf der Rückseite aus. Und auf so ein Band mit Perlen befestigt. Sehr schön aus. Tolle Kette. Sehr schön. Dann gibt es hier so eine blaue, türkisfarbene Kette. Das könnte vielleicht... Oh, hier gibt es keinen Verschluss. Das könnte vielleicht Holz sein. Tolle Farbe. Die Kugeln sind so wie angesprüht. Finde ich sehr schön. Also... Da werde ich auf jeden Fall versuchen, noch irgendwie einen Verschluss dran zu machen. Dann gibt es hier ein Armband mit so schwarzem Inlay. Armband, ein Armreif ist es eher. Ja, ziemlich groß. So geschwärzt ist das Material. Sieht auch gut aus. Gefällt mir auch gut. Dann habe ich hier... Aha. Eine schwarze Kordelkette aus kleinen schwarzen Perlen gewickelt. Und einen Muschelanhänger dazu. Wie so eine Schnecke und... Das ist wieder das Material wie dieses Armband. Wobei so richtig zusammengehören, tun sie glaube ich nicht. Aber eine interessante Kette. Schön, hat auch so einen Hippie-Look, finde ich. Schönes Paket. Dann habe ich hier, oh ja, das kenne ich, das sind so Kragenecken. Silberstempel gibt es nicht. Und zwar hat, das ist hier so eine Schraube. Und da tut man dann seinen Kragen rein, meistens ein Jeanshemd. Und dann ist das hier so ein Adler und das scheint so ein falscher Türkis und eine falsche Koralle zu sein. Das war in den 80er Jahren auch sehr modern. Dann habe ich hier so richtig lange und riesige Ohrclips in Schneckenform. Das freut mich sehr. Das ist ja ein sehr beliebter Schmuck. Und das macht was her. Sehr schön. Dann gibt es hier einen kleinen Ring. Ich sehe eine Marke. LBVYR. Also ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Mit kleinen hellblauen Strasssteinen.
ein Modeschmuckring. Dann gibt es hier ein paar Ohrclips. Das sieht nach Silber aus. Ja. Hier ist auch der Silberstempel. Sterling Silber. Sehr schön. Schöne Dicke, so ein bisschen im Kreolen-Design. Dann gibt es hier noch einen Ring. Ohne Stempel. Mit einem ja, grün-grauen Stein in der Mitte. Passt zu dem, ne? Sieht gut aus. Schön. Dann habe ich hier, das ist wohl ein Manschettenknopf in 835er Silber mit Perlmutt. Also sehr schön gemacht, schöne Fassung. Sieht auch schön alt aus. Dann habe ich hier zwei Anhänger aus Holz, glaube ich. Sind so wie so zwei Masken. Tja, das, die Herkunft kann ich so nicht sagen. Vielleicht Afrika. Sehr interessant aus. Und leicht und wie so ein, ja, wie so ein Ebenholz, so ganz dunkel. Auch sehr interessant. Dann, das sieht hier nach einem einzelnen, nach dem hier aus. Ah ja, die Spitze gibt es auch. Okay, mal sehen, ob sich das reparieren lässt. Dann gibt es hier eine Kette. Kein Stempel. Und zwar sieht das aus wie so kleine Herzen. Kleine Herzenkette. Tja, die brauchen auch einen schönen Anhänger. Sehr schön. Dann gibt es hier eine Kette sieht auch so ein bisschen ethnisch aus, vielleicht indisch mit falschem Türkis. Sowas hatte ich noch nicht, finde ich schön. Und diese Kette. Ja, die ist toll. Der Stempel sagt wieder Alpaca Mexico. Also diese Kette war der Auslöser, weshalb ich das Paket gekauft habe. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also besonders schön finde ich dieses Inlay hier in Blau und in Grün. Sieht toll aus und sieht auch so versilbert aus. Also ist leicht angelaufen. Sehr interessanter Schmuck. Dann habe ich hier auch eine ganz tolle Kette.
mit, ja, wahrscheinlich ist das auch falsche Koralle. Ganz leichte Kette dran, aber ein sehr interessanter, also für mich indisch anmutender Anhänger. Und dann habe ich hier eine kleine Modeschmuckkette mit Perle und kleinen Steinchen. Ein Sternenohrring. Oben ist auch ein kleiner Stern auf dem Stecker und unten der Anhänger auch ein kleiner Stern. Sieht nach Silber aus. Ja, ist ein Sterling-Silber. Dann so eine kleine Kette noch von dem Ohrring. Dann gibt es hier kleine Sternenstecker. Und das ist schön. Das gibt wieder ein kleines Sternenkonvolut auf eBay. Ah, hier ist der zweite andere Stecker. Das war ja das 835er Silber. So sieht er aus. Und eine Kette, auch gestempelt mit 925er auf jedem Teil. Auf jedem Kettenteil. Und der Stein ist so ein sehr transparenter Rosenquarz. Auch schön. Ganz anders der Schmuck diesmal. Eben nicht wie sonst, habe ich einmal sehr viel von amerikanischem Modeschmuck. Heute nicht. Also kein Silberstempel, aber Kette und Anhänger sehen sehr angelaufen aus, also vielleicht versilbert. Mit kleinem hellblauen Stein und einem mini kleinem Glitzersteinchen. Und dann gibt es hier noch eine kleine Kette, auch mit so blauen Perlmutt. Schöne Farbe. Und eine Kette, auch ähnlich wie die eben, auch so leicht angelaufen. Mit drei hellblauen Steinen. Dann habe ich hier so ein Kreuz, Kreuzanhänger und noch ein Ring. Sehr schön aus. Auch wieder so ein schönes, helles Grün-Türkis. Sehr schöner Ring. Finde ich auch sehr aktuell. Ja. Silberstempel ist drin. 925er Silber. Sehr schönes Teil. Ja. Natürlich war das beste Teil dieses hier. Wie ich finde. Der Ring ist natürlich sehr, sehr gut. Der passt ja auch dazu. Toll. Der und der Ring. Also die beiden finde ich sehr gut. Dann gefallen mir diese langen Modeschmuck-Ohrringe. Dann finde ich die auch sehr gut. Die und die.
die Alpaka-Ohrringe, dann die schöne Haarspange, dann diese schöne silberne Kette aus Deutschland und dieses Armband hier. Und natürlich ganz besonders finde ich auch die beiden Katzen. Also so einen lustigen Ohrring habe ich noch nie gesehen. Die darf ich natürlich nicht vergessen. Die finde ich wirklich sehr besonders. Ja, schreibt mir doch in den Kommentar, welches Schmuckstück euch gefallen hat. Ob es euch gefallen hat, diesmal ganz anderen Schmuck zu sehen. Und schenkt mir ein Like und schaltet wieder ein. Bis bald.